How many genders are there, Mama? Okay. What would you? Can I ask one question? What kind of YouTube channel is that? Es ist immer das Gleiche, ja. Sobald die keine Antwort auf ihre Frage haben, sagen die, was ist das eigentlich für ein YouTube-Kanal? Könnt ihr nicht beantworten, weil ihr selber nicht mal wisst, was eure Ideologie bedeutet so. Wenn dein Kind fragt, wie viele Geschlechter gibt's, dann gibt's Mann und Frau. Fertig. Nee, also, das mit den toten Männern, das klingt ja, so ein bisschen, als würde man... Vergewaltigung ist auch sehr gewalttätig. All praise to the Most High. Das ist die einzige Medizin gegen so ein Shit. Ich finde, wir sollten uns gegenseitig einfach zu schätzen wissen, weißt du? Wiss doch einfach zu schätzen, dass es ein anderes Geschlecht gibt, was auch anders funktioniert. Und dass wir als Einheit ein neues Leben kreieren können und somit dafür sorgen, dass es weitergeht mit der Menschheit. Die JungsInnen setzten sich also weiter. Die JungsInnen. Ich liebe dich, Bro. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut. Und zwar werden wir uns jetzt den zweiten Teil von Ketzer der Neuzeit reinziehen. Ja, als Rechter unter Feministen. Das ist der zweite Teil von dieser Feminismus-Demo. Der erste Teil hat auf jeden Fall, ja, einiges ausgelöst, auch bei mir persönlich und auch beim Chat. Ich bin mal gespannt, wie wild es hier heute wird an der Stelle. Ich hoffe, es wird nicht zu verstörend. Wir bleiben auf jeden Fall, versuchen in unserer Mitte zu bleiben und nicht irgendwie, weißt du, zu emotional zu werden. Letztes Mal habe ich erstmal danach 3 Stunden meditiert, damit ich auch einige Aussagen wieder aus dem Kopf rausbekomme, die da verbreitet wurden an der Stelle. Liebe geht raus an alle Zuschauer hier auf dem Kanal. Lasst gerne ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt einen Kommentar. Supportet die Videos. Ich wäre euch sehr dankbar und verbunden. Und jetzt gehen wir direkt in das Video rein. Livestream-Chat ist auch am Start. Ihr habt es gesehen. Nur Liebe, nur Herzen sind am Start. Oben links. Ja, ich glaube schon. Bei mir ist alles umgedreht, aber ich denke, es ist oben links. Und jetzt geht... Nein, oben rechts. Oben rechts. Oben rechts. Wir gehen rein ins Video, Freunde. Let's go. In dieser Folge. Chris, runter von der Demo. Piss dich doch jetzt einfach, Mann. Wohin denn? Ja, du da irgendwo anders hin, Alter. Du hast dir nichts verloren, merkst du es nicht? There goes Harland. He's on his way again. He's hungry. Das ist aber eine kleine Ausgrenzung, oder hier? Ja, bist zugezogen, also raus aus der Demo. Man darf nur... Was ich nur sagen wollte, die sind schon relativ unharmonisch da auf der Feminismus-Demo. Sind die nicht alle so auf Love, Peace, Harmony, Vibes unterwegs? So, mäßig? Waren das nicht die Linken? Das ist doch auch eine linke Ideologie, oder? Richtigen Fragen stellen? Verpiss dich jetzt. Daran werden wir uns natürlich nicht halten. Ich fühle mich als Frau hier nicht so ganz wohl, ehrlich gesagt. Wild. Es begab sich am Internationalen Frauentag, dass eure Ist das nicht Herr der Ringe-Musik, Bruder? Die kahlen Hetzer eine Feministendemo besuchten. Sie führten spannende Gespräche, die jedoch nicht jedem gefielen. Diese Stimme, Niki. Sie wurden beleidigt. Bedroht und belästigt. Sie lachten, liebten und weinten. Dies ist die Fortsetzung ihres Abenteuers. Digga, feier ich. Der Cutter ist echt stark, Bro Leo. Geile Morddrohung auf Kamera, ich lieb's. Leo, wie der immer noch lacht, Digga. Ich schiss dich, ich küsse dein Herz, Bro. Ich küsse deine Lache. Ihr seid hier, um schlechte Stimmung zu machen, das wissen wir beide. Hast du eine gute Stimmung, wenn du sagst, ja, wir sollten alle Männer umbringen? Also nicht alle, aber bei ein, zwei hier so in der unmittelbaren Umgebung. Geile Morddrohung auf Kamera, ich lieb's. Und ja, dieser Tag war ein reines Abenteuer. Abenteuerlich war auch dieses Schild hier. Abortion saves lives. Zu Deutsch, Schwangerschaftsabbrüche retten Leben. Im Klartext, heranwachsende Kinder zu töten, rettet Leben. Nein, Digga. Da bin ich auch persönlich betroffen an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Mit dieser Abtreibung und so. Ich habe das ja selber auch leider miterlebt, so. Ist auch immer noch eine Sache, die mich ab und zu beschäftigt, so. Und ich finde, es wäre schön, wenn es diese Möglichkeit gar nicht geben würde. Weil meiner Meinung nach, wenn du kein Kind haben möchtest, dann guck, dass du verhütest, so. Man kann im Vorhinein genug Maßnahmen treffen, um nicht schwanger zu werden. Oder auch als Mann halt, um nicht zu schwängern. Und wenn du das nicht möchtest, dann entscheide dich dafür vorher.
aber sobald du schwanger bist, dann ist es einfach schon da und dann sollte es keinen Weg mehr zurückgeben. So denke ich. Panzer beenden den Krieg. Was bedeutet das? It's my body, my choice. There are a lot of women out there who would like to get an abortion, but they can't because the legal system doesn't allow them. And that's just really unfair. Das erste, was mir ins Auge gestochen ist, war dieses Bild oder einer sagt jetzt, wenn das Kondom platzt, ja, Bro, dann ist es halt passiert so. Es wird schon einen Grund dafür haben. Meiner Meinung nach ist alles irgendwo mehr oder weniger vorbestimmt und wenn das so passiert ist, dann ist es so passiert aus einem Grund und dann musst du mit den Konsequenzen klarkommen und das Beste tun, was du tun kannst, weißt du, aus ganzem Herzen, Bro. Also dieses Plakat, was die Frau gehalten hat, wo drauf stand, Abortion saves lives, und da war ich natürlich direkt gut gelaunt. It's not about killing the baby, but it's about the intention. It's like the intention of killing on purpose, that's wrong. The young girls are like, oh, okay, maybe I don't have to take protection because if I get pregnant, yeah, I can abort a baby. So that's so easy today. And I think they don't know all the risks that I'm going with. An der Stelle, sorry für mein Englisch. George Orwells Roman 1984 wird heutzutage an... Ja, jeder soll da seine Meinung gerne haben auch und so. Das ist meine persönliche Meinung, das sind meine persönlichen Gedanken dazu. Ich finde das keine gute Sache. Ich finde, man sollte bewusster im Umgang mit Sex oder mit Verhütung sein, einfach komplett. Und wenn du damit nicht bewusst umgehst und einfach rumvögelst, ohne zu verhüten und dann dich wunderst, dass jemand schwanger wird und dann irgendwie das Kind abtreibst, auch noch, es gibt ja Leute, die treiben dann auch im dritten Monat ab und so eine Sache. Das ist einfach nicht göttlich. Das ist einfach nicht das, was ich für richtig halte, Bro. Nicht mehr als Warnung, sondern als Anleitung verstanden. Aber kommen wir zurück zu dem Thema, warum die Menschen an diesem Tag demonstrieren waren. Die Unterdrückung der Frau. Who do you think is more suppressed? Or oppressed, right? Women or unvaccinated people in 2021 to 2022? Honestly, I'm not gonna comment on that one. Why? Oh, I'm Leo, and you? I'm Anouk, but like, what are you doing? Like, we are doing YouTube videos. Okay. And what are your political convictions? Well, you can ask me any question you want if you want to get informations about that. You don't want to say if you're right or left? Well, I don't like the terms of right and left because today everyone is... Definitely right is. Yeah. I guess I'll see you then. Okay. Das ist so... Also du willst jetzt nicht sagen, ob du rechts oder links bist, so? Dieses Rechts-Links-Gelaber ist auch so eine Sache, was uns extrem in letzter Zeit noch viel mehr gespaltet hat. Und ich finde auch, dass das Linke gar nichts mehr mit dem Linken zu tun hat, was ich gelernt habe, wo ich jünger war, wo mein Opa auch noch Teil der SPD war und da auch eher auf Left-Wing-Vibes-mäßig unterwegs war. Und ja, auch die Grünen und so, das ja auch gehört ja auch zu der linken Seite, die haben ja gar nichts mehr damit zu tun, mit dem, was es eigentlich im Ursprung mal bedeutet hat. Weißt du, wie ich meine? So, selbst ich würde mich heutzutage, wenn die jetzt so fragt, ob wer eher auf die rechte Seite stellen. So, konservativ. Aber in Deutschland ist ja auch eh links-rechts schwierig, weißt du? Weil rechts immer direkt mit Nazi und so in Verbindung gebracht wird, so. Aber in den States wäre ich auf jeden Fall eher konservativ, weil ich das, was die Liberalen, wie heißen die Linken? Ja, das, was die Linken da aktuell durchziehen, einfach nicht unterstütze und feier so. Ich sehe da eine Agenda hinten dran, die uns Menschen und der Zivilisation für die Zukunft einfach nicht gut tut, so. Perfect. So everyone that isn't left is right. It seems like you don't want to be convinced, so it's okay. Like, no, I had a question. Like, what do you think? Well, who was the most suppressed people like in the last 2 years? Women or unvaccinated people? It's like a simple question. Like, we don't really know how you really use our answers. So. On Patreon, it's all uncut. An dieser sehr passenden Stelle wollen wir euch gerne darauf hinweisen, dass ihr unsere Arbeit aktiv mit einem Abonnement auf Patreon unterstützen könnt. Dafür bekommt ihr feinstes, ketzerisches Exklusivmaterial, wie zum Beispiel alle Interviews und den kompletten Demo-Verlauf. Auf Uncut. Viel Spaß dabei. You can just answer if you think women are more oppressed or unvaccinated people in 21, 22. It's not a competition. Yeah, that's a question. But we don't want to answer your question. If you feel like you're oppressed, you need to examine like the system you think you're oppressed by. And why do I'm not saying anyone is right or wrong. But we're not going to answer that question. Yeah, okay. Perfect, thanks. Because you know it's the vaccinated people, bro. The unvaccinated people. This communication. So. Das habt ihr gerade sehr schön beantwortet, indem ihr nicht geantwortet habt. Ciao, ciao.
Wer erinnert sich denn nicht an die Forderung der Regierung, Frauen in Beugehaft zu stecken, weil sie der Blinddarm der Gesellschaft sind, die jetzt aus dem gesellschaftlichen Leben raus sind? Dazu, glaube ich, ist es wichtig, dass man eine klare Botschaft sendet den Ungeimpften, ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Auf die man mit dem Finger zeigen sollte, die zu prügeln sind. Die gehen auf die Straße und demonstrieren gegen Impfung. Und ich kann sagen, also, sie sind wirklich zu prügeln, sind diese Menschen. Ja, also. Und dann passieren solche Dinge. Und nicht mehr das Haus verlassen sollten. Fazit bis hierher: Männer unterdrücken Frauen. Aber gleichzeitig gibt es die Kategorien Männer und Frauen gar nicht, weil. How many genders do you think there are beside men and female? Or are they just men and female? I think it's a spectrum, so you shouldn't like count. How would you explain it to a child? Because I don't. Get it anytime someone says spectrum. If you had a child and he asks or she asks, it asks, I don't know. They ask? No, it's just one child. Well, how many genders are there, Mama? What okay. would you? Can I ask one question? What kind of YouTube channel is that? Es ist immer das Gleiche, ja. Sobald die keine Antwort auf ihre Frage haben, sagen die, was ist das eigentlich für ein YouTube-Kanal? Wenn dein Kind dich fragt, wie viele Geschlechter gibt es, was antwortest du dann? Könnt ihr nicht beantworten, weil ihr selber nicht mal wisst, was eure Ideologie bedeutet, so. Im echten Leben, weißt du, was ich meine, so? Das ist auch vielleicht auf dem Papier geil oder auf Demos geil, aber im echten Leben funktioniert das einfach nicht. Wenn dein Kind fragt, wie viele Geschlechter gibt's, dann gibt's Mann und Frau. Fertig. Well, it's a semi-serious channel. Oh, okay. I think children just, they don't actually give a fuck. They just see people. Ja, das stimmt schon. Kinder geben keinen Fick meistens drauf, ob welche Religion, Hautfarbe etc. Aber irgendwann wird der Tag kommen, durch diese ganze Beeinflussung auf Social Media, in jeder neuen Kinderserie auf Netflix gibt es mittlerweile einen genderneutralen, einen trans, einen gay. Also das ist ja omnipräsent, nenne ich es jetzt einfach mal so. Das heißt, irgendwann wirst du damit konfrontiert. Und dann ist halt die Frage, was sagst du dann? Weißt du? So. To see mom and dad. Yeah, okay, but that depends on what you teach them. Well, the mom and dad just exist. I don't think that has something to do with teaching. Sometimes they don't see that. Sometimes they see just mom and they are happy. Because dad is away. Or no, but maybe they have two moms. Or maybe like they... But you can't have two moms. Okay. Like biologically, you can't. Yeah, but the child doesn't care. Well, wasn't that transphobe, what you just said? Because I got explained that also men can get pregnant if they identify... No. It's not about other way. No, no. Okay. Okay. You see, I'm always confused after the interviews. I don't know what... Bro, die sind selber confused. It was very nice to meet you. Und wenn ihr dachtet, das Kill-All-Man-Schild aus Folge 1 war das Einzige, was von toten Männern schwärmt, dann muss ich euch leider enttäuschen. Entschuldigung. Hi. Warum hast du das Schild heute mit? Das ist ja sehr extrem, sag ich mal. Was ist extrem? Also Vergewaltigung oder einfach... Nee, also, das mit den toten Männern, das klingt ja, so ein bisschen, als würde man... Vergewaltigung ist auch sehr gewalttätig. Aber was wäre jetzt besser? Einfach alle Männer umbringen? Nein. Oh, nee. Okay, das ist ja schon mal gut. Es ist Symbolismus. Ja. Es ist um zu schockieren, weil wir auch diese... Natürlich gibt es auf der Welt... All praise to the Most High. So. Das ist die einzige Medizin gegen so ein Shit. Schlimme Männer, die Frauen sowas Schlimmes antun. Aber dort wird das einfach so pauschalisiert auf alle Männer. Und dadurch entsteht ja auch dieser Männerhass. Das ist ja auch ein Indiz dafür, dass es besser ist, keine Männer auf dieser Welt zu haben. Weil wenn wir keine Männer haben, dann können auch keine Männer Frauen vergewaltigen. Was soll das denn sein? Also... Aber jetzt wird es Zeit für Mr. Gib ihnen nicht die Publicity. Die haben alle diesen Grundsatz von Biologie auch vergessen, so, ne? Dass man, um Kinder zu bekommen, Frauen und Männer braucht, damit die Zivilisation überhaupt weitergeht. Weißt du, wie ich meine, so? Da kannst du mit Kill All Man Schildern und mit diesen ganzen Schildern da rumlaufen, wie du möchtest, so. Aber wir sind dann ausgestorben, wenn du das durchziehst. Also weiß es mal lieber mehr zu schätzen. Ich finde, wir sollten uns gegenseitig einfach zu schätzen wissen, weißt du? Die Männer, die Frauen, da läuft auch manchmal viel Scheiße ab, so will ich hier gar nicht sagen. Aber andersrum auch. Wisst doch einfach zu schätzen, dass es ein anderes Geschlecht gibt, was auch anders funktioniert.
und dass wir als Einheit ein neues Leben kreieren können und somit dafür sorgen, dass es weitergeht mit der Menschheit. So. Das ist doch was Schönes, was Gutes. Weißt du, wie ich meine, so? Fuck. Da muss man einmal ein Kabel ins Gehirn reinstecken bei den meisten und einmal wieder zurückprogrammieren irgendwie. Mal irgendwie, wie sagt man nochmal dazu? Wie hieß es damals? Defragmentieren, Digi. Kurz mal defragmentieren und dann läuft es hoffentlich auch wieder. Das sind transfeindliche Neurechte. Gibt denen gar nicht erst die Publicity, die sie hier wollen. Der uns mega die gute Publicity gegeben hat und machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Eine Morddrohung auf Kamera, ich lieb's. Geil. Also es ist voll interessant. Du lässt uns nicht los. Wir stellen einfach ein paar Fragen und beleidigen keinen Menschen hier. Und wir diskutieren und du kommst ins Bild und sagst, wir sind dies, das, das und beleidigst uns. Und ich sage euch, ihr dürft dieses Material nicht verwenden. Wenn ihr es tut, dann macht ihr Strafe. Also. So. Wir sind nicht im Iran, wo ich herkomme, wo man nicht das Recht hat, Fragen zu stellen. Und zwar kritische Fragen vielleicht. Mhm. Wir sind in Deutschland, für dieses Recht kämpfen wir und wir stellen auch ein paar interessante Fragen. Wir haben nichts gegen irgendeine Frau. Hast du was gegen uns? Wenn die Leute hier keine Lust haben, mit euch zu reden, dann ist das ja deren Recht, das abzubrechen. Deren Papa oder irgendwas in der Art. Manche haben Lust, manche wollen tatsächlich diskutieren, manche haben keinen Stock im Arsch, wollen weiterreden. Und ich will jetzt auch nicht mehr mit euch reden. Ja, süß, danke. Siehst du? Dann geh doch einfach, Junge. Verzieh dich doch einfach. Geh doch deinen Weg. Du willst doch hier du stehst doch für was ein, anscheinend. Angeblich. Du möchtest da demonstrieren für Frauenrechte. Dann demonstrier doch für Frauenrechte. Musst doch nicht jetzt auf Krampf irgendwelche anderen Leute dann irgendwie da versuchen, irgendwie darzustellen. Oder weißt du, wie ich meine? Das ist so. Das ist so. Diese Mentalität teilweise von diesen Bots ist einfach zu. Das ist einfach nicht schön. Weißt du? Also raus aus der Demo. Wer ist er eigentlich? Weißt du, was ich meine? Wer ist er eigentlich? Hier, mein Lieber, ich erkläre dich offiziell zum Ordner. Weil du willst uns jetzt hinterherlaufen und die Interviews stören. Ja, doch, wenn es anbietet. Nö, danke. Na gut. Aber dann würde ich mich jetzt darüber freuen, wenn du uns nicht mehr hinterherläufst, weil du bist anscheinend kein Ordner. Mal gucken, du kannst es mir ja schlecht untersagen, nicht wahr? Na gut, dann. Allein diese Stimme, Digga. Ja, ich liebe dich, Bro. Ich liebe dich, Digi. Wir gehen nicht in die niedrigen Schwingungen rein, aber ihr wisst, glaube ich, genau, was ich gerade meine, ey. Machen wir jetzt so weiter. Okay, lass den mal ab. Ich hab keinen Bock mehr auf den. Und dann zog sich unser neuer Freund erst einmal zurück. Zumindest für den Moment. Entschuldigung, darf ich hier gleich weitermachen? Wir machen ein YouTube-Video und wollen wissen, warum ihr heute hier seid. Ja, um die Frauenrechte zu demonstrieren. Für die Frauen. Für die Frauentag. Für... Ja, okay. Ist in Ordnung. Lassen wir durchgehen. Die Message kommt durch. Ja. Was sind denn Frauen Ihrer Meinung nach? Ach so. Was? Ja, die sich oder wer? Also wer und wie und was? Frau definiert. Genau. Okay. Also eine Frau ist jemand, der sich als Frau identifiziert. Ja. Genau. Echt? Ist das nicht definitionstechnisch ein bisschen schwammig formuliert? Weil dann kann ja jeder eine Frau sein. Ja, aber es ist ja auch schwierig. Also wem will man wenn sich jemand als Frau identifiziert, finde ich, steht es mir nicht zu, zu sagen, nee, bist du nicht. Wann hat das eigentlich angefangen mit dieser ganzen Identifikationsgeschichte, dass man sich mit Kokosnuss als Kokosnusswasser identifizieren kann oder als Teebecher oder so oder als Armband oder Hose oder als Mikrofon oder als Gymnastikball oder... Als Wasserspender, als Stuhl, als Boxen, Kerzen. Wann hat das angefangen, dass man sich dann irgendwie so, dass man sich das aussuchen kann, als was man sich identifiziert? So. Als Nasenspray. Das ist doch alles, das ist doch Humbug. Du bist eine Frau, wenn du eine Frau bist. Fertig. Und du bist ein Mann, wenn du ein Mann bist. Und da gibt's Merkmale für. Man sieht das offensichtlich. Manchmal erst auf den zweiten Blick, aber es gibt dafür Merkmale. So. Also es geht ja darum, um das Leben und Leben lassen, also dass man natürlich nicht bedroht wird und so weiter, aber dass man sich halt schon so leben kann, wie man leben möchte. Also was nun... Es gibt natürliche biologische Unterschiede, das ist ja klar, wissen wir alle, haben wir früh gelernt, von früh auf. Aber das heißt ja nicht, dass man die Geschlechtsidentität da an den biologischen Merkmalen fest verankern muss. Ich würde sagen, darüber sind wir langsam hinweg. Darüber kannst du nicht hinwegkommen. Darüber sind wir lange hinweg. Darüber kannst du nicht hinwegkommen. Gott hat das so gemacht, weil es so ist. Und nicht, damit wir darüber hinwegkommen.
Wir sollen auch nicht über das Göttliche hinwegkommen und irgendwann Roboter anbeten. Wir müssen nicht immer über alles hinwegkommen und irgendwas Neues. Und jetzt sind wir so, dass wir gar nicht mehr wissen, wer wir sind und haben gar keine Ethik mehr, keine Moral mehr, kein Nix mehr, sondern sind einfach nur noch irgendwas. Wir sind einfach nur noch irgendwas. So. Das geht nicht. Geht nicht. Da muss irgendwo ein Riegel dazwischen geschoben werden. Große Bandbreite an Geschlecht. Sind wir da rausgekommen? Weil die letzten Jahrtausende war das ja relativ einfach mit Mann und Frau. Und das geht doch gerade auf, oder? Genau, aber warum kommt das? Also woher? Feministisch. Weil es immer mehr anerkannt wird von den Gesellschaften, von den Menschen in den Gesellschaften. Da steckt eine Agenda dahinter, meine Jutze. Wenn du das verstehen würdest, würdest du auch nicht auf der Straße stehen. Dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, dass es halt eine Spannbreite ist. Woher kommt dieser Wandel? Was glauben Sie? Hallo, ihr Lieben. Moin. Oh, nee, Digga. Hallo, ihr Lieben, Bro. Ich mach zu, Digga, ich schätze dir. Ich mach zu, Digga. Er sagt einfach Hallo, ihr Lieben. Wieder da rein. Wie er da reingekommen ist, guck mal. Spannbreite ist. Woher kommt dieser Wandel? Was glauben Sie? Hallo, ihr Lieben. Das war schon fast lustig, Digga, ich schätze dir. Sag ich dir ehrlich, gell? Ja, ihr hattet es doch gerade mit den Ordnern, oder? Jawohl, da haben wir sie. Tschüss. Ja. Digga, der hat einfach jetzt 7 Ordner geholt, Bruder. Ey, was ein ekliger Typ, Mann. Tom Randall. Einfach Randall von Disneys große Pause, ich schwör dir. Einfach Randall, Bro. Runter von der Demo. Hi. Ja, na klar. Können wir gerne machen. Darf ich fragen? Was ist er, Polizist oder was? Beschwerde dir das war. Ja, ganz normale YouTube-Videos mit normalen Fragen und dann kommen. Da kommen Leute, da stellen sie uns die Fragen. Warum die Leute hier sind und was eine Frau ist. Ach ja, und wir fragen, warum man alle Männer töten soll, aber das nur nebenbei. Das ist ja öffentlich, ne? Also, wir können auch die Leute fragen, aber wenn die Männer antworten. Ja. Aber wollen Sie vielleicht als Zeuge dabei sein, weil sonst kommen die in 2 Minuten ja wieder? Ja, ja, einfach von der Demo verfapschen, ja? Verfapschen. Ja, bist zugezogen, ja. Also. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken, ich schwör's dir. Was mit, manchmal wäre ich gerne als Leos Rücken mit dabei. Einfach so. Nur so als, weißt du, wie ich meine? Ich stell mich einfach dazu. So. Rassistisch auch noch. Wer bist du denn, Digga? Was guckst du so? Da kommen meine niedrigen Frequenzen auch wieder in Wallung hier an der Stelle. Verpasst den Demozug, Freunde. Hm? Verfatz dich, du Zugezogener. Ja, ob er damit unseren Kameramann Aria, der aus dem Iran kommt, meint, man weiß es nicht. Die Polizei jedenfalls interessierte sich für unseren Fall nicht weiter und damit ging das Spektakel weiter. Also, Freunde, wir wurden nochmal belehrt, wir sollen keine Leute fragen, die nicht befragt werden wollen. Einfach 3 Masken angehabt, der Bruder, gell? Das merkt man schon. Ich kann mir schon vorstellen, warum die gerufen worden sind. Wir stellen halt die falschen Fragen. Man darf nur die richtigen Fragen stellen und daran werden wir uns natürlich nicht halten. Hier. Das sind ja die 5 Leute, die nicht gefragt. Das sind voll die glücklichen und fröhlichen Menschen, merkt man sofort, Digga. Ja, man merkt, die sind glücklich, Digga. Wir werden wollen, aber die verfolgen uns halt leider. Ich fühle mich als Frau hier nicht so ganz wohl, ehrlich gesagt. Aber das wollten wir doch gerade erreichen, dass Frauen sich hier wohlfühlen. Gegen das Patriarchat. Es ist wie jedes Mal bei jeder Demo. Die Ordner sind ganz nah bei uns. Geil. Leo darf jetzt nicht mehr entscheiden, in welche Richtung er läuft. Entschuldigung, habt ihr eine Minute Zeit für eine Frage? Wir haben gar keinen Bock, mit Faschos zu reden. Na gut, hat er keine Lust. Wohin denn? Ja, du, da irgendwo anders hin, Alter. Du hast dir nichts verloren, merkst du es nicht? Warum? Wer bist du, dass du nicht sagen willst, wer hier darf und wer nicht? Lass die Leute rein. Hast du schon mal was vom Presserecht gehört? Nichts Presserecht, Mann. Nichts ja, Presserecht. Keine Faschos, Alter. Ah ja, also du bist keine der Demokratie. Von... Der Wer bist du? Wir bleiben cool. Wir bleiben cool. Oh ja? Ah, ja. Verpiss dich jetzt. Na gut. Also ich werde hier weiter meine Arbeit machen. Du auch? Dann würde ich ganz gerne beschützt von dir werden, vom Ordner, gegen Extremisten, die zum Beispiel das Presserecht unterdrücken wollen. Die JungsInnen setzten sich also weit. Die Jungs innen.
Leon, lad mich ein, ich komme mit, scheiß drauf. Dafür komme ich nochmal nach Berlin. Ich will einmal mit dir auf so eine Demo gehen. Ich will einfach mit dabei sein. Und dann zeige ich den Jungs innen mal, was los ist, Digi. Hals über Kopf gegen die Pressefreiheit ein und trugen dabei... die Jungs innen. Ich liebe dich, Bro. Einfach mal nicht gegenderte Ordner binden. Liebe Antonius Amadeus Stiftung, bitte einmal mitschreiben. Dankeschön. Ebenfalls trugen sie eine orangene Weste mit der Aufschrift GEW. GEW, eine Gewerkschaft, die sich, Zitat, für deine Interessen am Arbeitsplatz und der Politik einsetzt. Fragen wir doch also mal bei der Pressestelle der GEW nach, ob das Verhalten der Ordner einer Bildungsgewerkschaft gerecht wird. Was geht es denn bitte? Es geht um eine kleine Presseanfrage bezüglich einer Demonstration zuletzt hier in Berlin am Weltfrauentag. Könnten Sie dir bitte schriftliche per Mail formulieren? Das ist für uns einfacher, weil... Ja, 2023, Freunde. Aber gut. Könnten Sie das bitte per Mail... Das kenne ich auch. Fühl ich nicht. Hör doch einfach zu, schreib selber. Per E-Mail also. Dann werden wir die Antwort der GEW also in der nächsten und letzten Folge. Krass, da kommt noch eine Folge, oder was? Ich ganz gerne beschützt von dir werden, vom Ordner, gegen Extremisten, die zum Beispiel das Presserecht unterdrücken wollen. Aber da bin ich hier wahrscheinlich an der falschen Adresse. Rodri. De Bruyne. There goes Haaland. He's on his way again. He's hungry. Ich meine, fürs Video ist ganz gut. Sie stoppen jetzt an der Seite. Wer? Sie stoppen jetzt kurz mal an der Seite, bitte. Jungs, ich schwöre dir, das ist doch, das kannst du dir nicht ausdenken, meine lieben Freunde. Jungs innen und ja. Einfach Haaland-Kommentator, ja, Digga, voll geil. Bro, also mieses Video auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich heute gut in meiner Mitte bin und nicht emotional geworden bin, aber ich muss schon sagen, an der einen oder anderen Stelle haben die niedrigen Schwingungen sich so langsam versucht einzuschalten. Und dann musste man mit Atemübungen und mit Gymnastikball-Bouncen die ganze Geschichte wieder so ein bisschen ausgleichen. Also, wild. Wild. Ganz wilde Geschichte hier. Schöne Grüße gehen raus an Leo an der Stelle. Wie ich nochmal gesagt habe, also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich würde gerne da einmal mitkommen und einfach mal zugucken, wie du deine Arbeit so machst, weißt du, wie ich meine? Stelle ich mich dann so hinten dran. Auf entspannt. Radikale, toxische Feministinnen. Der Beitrag wird bestimmt interessant. Ja, danke für Ihre hervorragende Arbeit. Bitte decken Sie weiterhin diesen hellbraunen, woken Irrsinn auf. Fühl ich. Und das sind die selbsternannten Guten. Diese hirnlosen Schlägerbanden, Fragezeichen. Sinnbilder dieser Zeit. So traurig. Danke für euren Mut. Sehr schöne Kommentare. Geht doch in eine gute Richtung rein hier, meine lieben Freunde. Ja? Geht in eine gute Richtung rein. CoolWater94 hat ein Abo dagelassen, seit 2 Monaten am Start. Ich küsse dein Herz. One Love geht raus.